Pack mal lieber die Wiesen rundherum. Obwohl, die Wiesen kann ich auch hier in diesen Bereich packen. Das sind auch blühende Wiesen dann. Muss noch gegen dem was anderem stehen, das ist wichtig. Hast du Schaden, ausweichende Vampirismus? Tschüss, Axt. Kaum hat meine Waffe irgendwann zugeschmissen mit Waffen. Ist ja typisch. Und wir haben ein Level abgekriegt. Und man kann immer eine von drei Sachen machen. Eine Karte zu behalten, nachdem ihr Feld platziert wird. Nee, Salt hat 25% Chance beim Ausweichen einen Konterangriff auszuführen. Der stößt sich direkt in den Kampf und der erste Angriff betäubt mit einer Chance von 50% sind alle Gegner für eine Sekunde. Das bringt zwar was, aber ich glaube, das hier ist besser. Permanenter Konterangriffschance. Generation und umschalten und weniger Vampirismus, aber auch weniger ausweichen. Nehmen trotzdem mal die Waffe erstmal. So, die nächste Schatzkammer kann ich dahin bauen. Und dann noch eine dahin. So, ein paar Spinnen hier oben schaden bestimmt nicht. Sagte Bär und wurde gefressen. Da oben habe ich wieder gar nichts. Ich konzentriere das irgendwie alles auf einen Punkt. Hier muss ich irgendwas hinbauen. Was kannst du so? Konter und noch mehr verteidigen. Ja, damit. Oh, was mal, das hab ich gar nicht gesehen. Ah, nee. So, ich bin mal gespannt, was sich darunter, was sich da unten verwandelt. Verwandelt sich ja in was Nützliches. Was könnte das sein? Oh, perfekt. Ne, für die Gästenschatz Sieg zu geben. Angriffstempo ausweichend Vampirismus. Bessere Version von unserem. Bisschen weniger Konter, aber ein bisschen mehr TP. Ne. Hey, ich erinnere mich nicht an dich. Du siehst nicht aus wie jemand von hier. Und weil ich nicht von hier bin. Ja, verstehe. Und du denkst, du kannst einfach herumschnüffeln, ohne dass das Folgen hat. Weißt du, die Zeiten sind hart, nicht zu beißen, nicht zu anfeuchten der Kehle und wir bekommen es mit Fremden zu tun, die unsere Armut gleichgültig ist. Was? Hält sich was Besseres? Nein. Habe ich richtig geraten? Das ist die korrekte Antwort? Ist das die korrekte Antwort? Denn mich beschleucht das Gefühl, dass das einer dieser Fälle ist, in denen meine Antwort null Einfluss auf das hat, was gleich geschehen wird. Ja, du bist Einsicht und das ist auch das Einzige, was du heute behalten wirst. So, Banditen, ja, sind so das menschliche Äquivalent zum Goblin. Gut ausweichen und nervig. Wenn ich es mir recht überlege, sind selbst Mörder und Diebe ein Teil dieser Welt. Falls meine Mission darin besteht, alles zur Normalität zurückzuführen, sollte ich mich dann freuen, dass sie wieder auftauchen? Andererseits ist auch die Abscheu vor Mord, Diebstahl Teil dieser Welt. Ich denke, ich schulde es niemandem, mich zu freuen. Es ist mir scheißegal, wenn ich ehrlich bin. Wie viel Regeneration habe ich denn? 2,4. Ui, da könnte ich was Besonderes kriegen, wenn ich das jetzt schaffe. Das schaffe ich auch garantiert. Ach, ich packe einen Fleischgolem an. So, was haben wir hier? Ausweichen.
Was? Ah, hier. Kugelexpansion. Okay, die kriege ich dafür. Regeneration. Ausweichen, mehr Ausweichen. Und Magieschaden noch dazu. Nee. Auch wenn es viel Ausweichen ist, nee. Oh, ich muss mal gucken, dass ich hier unten wieder was platziere, sehe ich gerade. Habe ich ein bisschen vernachlässigt und ich will eigentlich nicht vergessen. Ah, vergessen ist weg. Nein! Ich mach grad. Na egal. Oh, was kannst du? Verteidigung 14. Nee. Oh, noch ein Friedhof. Ach, warum nicht? Und noch ein Hain. Wenn ich hier nochmal Spinnen platziere, dann ist das Ding... Ne, da warten wir nochmal kurz. Das machen wir erst voll, wenn der Berg da ist. Dafür brauche ich noch meine Schatzkammer. Die sind bestimmt nicht besser als was ich habe. Noch ein Heim. Okay, da kommen wir über Friedhöfe hin. Bringt schön Kiesel. Eisenstangen gibt es auch ganz gut. Ich muss hier fast noch was hinbauen, dass noch ein Gegner mehr kommt. Goblin-Lager. Lassen wir erstmal da. Oh, passt eigentlich. Mehr Bewegung. Frage ich mal, meine Frau heimkommt. Weil so wie es aussieht, wird es noch ein bisschen dauern. Okay. Regeneration. Ein bisschen weniger. Dafür Konter und Ausweichen. Ah, gefällt mir besser. Moment, ich habe vergessen. Und ich kann eine Fähigkeit wählen. So, Landvermesser, 0,5-mal Schleife, TP für jedes angrenzende Wegesrandfeld beim Durchqueren eines Feldes. Okay, das... Verteidigt wird nach jeder Schleife um 1 erhöht. Wenn dein TP unter 30% wird, wird deine Regeneration verdoppelt. Klingt eigentlich ganz gut, das ist auch nicht schlecht. Ich nehme aber mal Überlebenskünstler. Wie viel Regeneration habe ich denn? Ja, wird schon passen. So, ich brauche mehr Felsen. Hier kann ich noch mal einen großen Friedhof. Was kannst du so? Magieschatten ist Angriffstempo, Ausweichen und Vampirismus. Keine Regeneration. Nee. So, müsstest du jetzt nicht okay, vielleicht musst du noch einmal warten, dann wirst du was Besseres. Ich hoffe, dass da was richtig Nützliches draus wird. Weil wird etwas Nützliches, könnte alles sein. Angriffstempo und Verteidigung. Die 06er Regeneration wird mich jetzt auch nicht retten. Oh, wer bist du denn? Oh, ein normaler Bandit. Das war nicht sehr nützlich. So. Ich habe nochmal eins.
Vielleicht hätte ich doch was anderes nehmen sollen, vielleicht die Rüstung, weil ich plus 4 Rüstung permanent gehabt. Ich will noch eine Schatzkammer. Oh, ein Fleischgolem. Ich greife erst den Golem an, okay. Die hauen auch richtig rein. Der hat aber auch gute Sachen. Regeneration, Vampirismus, Magieschaden. Nee. Ausweichen plus 12. Vampirismus, Angriffstempo und Verteidigung 405. Oh, das ist in allen Belangen besser. Oh Mist, ich sollte hier das Schlachtfeld platzieren müssen. Er hat gleich wieder irgendwas verlieren. Ah, endlich die Schatzkammer. Ah, Quest. So. Muss doch irgendwas Tolles bringen, oder? Was kannst du? Nicht viel. Ach, da unten bin ich. Ach, die Goblins sind ja auch noch da. Die Goblins muss ich gleich mal loswerden. Weg mit euch. Ihr nervt. Jetzt sterben. Viel Leben habe ich nicht mehr. Ich treffe auch gerade nichts mehr. Ah, jetzt habe ich die massive Regeneration. Okay, Verteidigung 17, Verteidigung. Ich bleib mal lieber beim Ausweichwert. Was hast du so? Schaden und Konter, aber keine Regeneration. Es wird mir helfen. Kannst du so? Konter. Ah, oh, da ist auch noch einer entstanden. Okay, das ist ein schönes Schild, oder? Vampirismus 8%, aber kein Ausweichen, Angriffstempo, Verteidigung, mehr Verteidigung. Nee, nicht mehr Verteidigung. Mehr Vampirismus, ich bleib mal beim Ausweichen. Das hilft schon was. Die verdoppelte Regeneration. Was kannst du? Nur maximal TP erhöhen. Aber da war ich hin. Viele Berge, viele Felsen. Bedeutet viel Leben.
auch viel mehr Leben, wenn ich dann hier unten zurückkomme. Langsam aber sicher füllt sich meine Erfahrung auch weiter. Ich hoffe, ich kriege was richtig Gutes. Zwei Skelette. Also ein bisschen Plus habe ich gemacht. Kurzzeitig wenigstens. Was ist dieser? Schaden und Konter. Ne, ich bleib mal bei der Regeneration. Das ist das Einzige, was ich habe. Und wenn ich keine Regeneration mehr habe, dann bringt mir alles andere nichts mehr. Ne, ich bleib beim Ausweichen. Das war gut. Was ist das jetzt geworden? Land des Grafen. Das Dorf gedeiht unter dem Schutz des Vampirs. Und seine Bewohner sind sehr großzügig. Tablet. Mit einer besseren Belohnung. Das ist doch mal was Schönes. Was ist denn das hier? Goblin-Lager. Behalten wir mal noch. Schneller laufen ist nicht schlecht. Okay. Vielleicht muss ich die doch umlegen. Schaden, Ausweichen, Vampirismus. Zwar keine Regeneration. Jetzt habe ich gar keine Regeneration mehr, oder? Doch, aber noch ist sehr wenig. Mimik. Oh, da ist ein Goblin entstanden. Regeneration ist höher, Magieschaden, Regeneration, kein Ausweichen, Angriffstempo, was hast du? Ich lasse es ausweichen. Ein Prozent mehr ausweichen, aber keine Regeneration. Okay. Fort mit dir. Ah, ich krieg auch immer ein bisschen Getreide, wenn ich da reingehe. Also Dörfer schnell von Vampiren besuchen lassen am besten. Guten Golems. Ausweichen 7, Vampirismus haben wir da gar nicht. Angriffstempo, geil. Ne, ist im Anbelang schlechter. Ah, ich glaube, da mache ich das wieder zunichte. Banditenlager, Goblinlager. Kannst du den Golem da hinten platt machen? Der ist gefährlich, glaube ich. Oh, Level Up. Kann ich das gleich jetzt nehmen? Wahrscheinlich noch nicht. Doch, kann ich. Klinge des Morgens, das hier. Gewählt wurde, nach jeder Schleife erhältst ein Schuss, der 65% deiner maximalen TP entspricht. Das heißt... Ach, ich krieg die gleich. Oh, sehr schön. Verteidigung, Konter, das hier hat doch Life Leech. Vampirismus, Rundumschaden, Magieschaden. Unter den Bedingungen nehme ich das sogar. Oh, wird kein Ghoul-Ding. Oh, was ist jetzt passiert? Oh Mist, das ist der Boss. Das habe ich gar nicht bedacht. Invasion. Das eigentlich strahlt machtvolle Energie aus, der Raum. Ah, okay. Dann baue ich immer noch einen Hain hin, um möglichst viel Zeug zu kriegen. Palast des Lys. Im Bemühen, den Wärmetod des Universums aufzuhalten, führt der Hexenmeister Omnicron hier eine vergeblichen Experimente aus. Jeder Palast erhöht die TP und den Schaden des Lys um 5%.
Aber das heißt, durch diese Schutzaura heile ich mich jetzt auch noch weiter. Kein Ausweichen, aber sehr viel Regeneration. Jetzt hätte ich gerne noch ein paar Vergessensdinger. Beziehungsweise jetzt muss ich gucken, dass ich noch Monster reinkriege irgendwie. Weil ich vielleicht kriege. Ne, obwohl die Erfahrung kriege ich nicht mehr zusammen. Vielleicht habe ich Glück, ich krieg noch mal ein, zwei vergessen. Weil dann kann ich den Leech noch mal schwächen. Kann ich nicht drauf bauen, oder? Nee. Vielleicht überleben wir es ja mal noch. Dann wäre es gut, wenn ich das hier hätte. Wo bin ich da oben? Ach, da hinten kommt dann der Auftrag, sehe ich gerade. Macht permanent rundum Schaden. Ah, noch ein Skelett als Boss. Oh, mein Schild ist weg. Ausweichen plus 9. Vampirismus, ein bisschen weniger Verteidigung. Aber gar nicht schlecht. Ui, halt der Leben. Kann sein, dass ich mit dem Leech noch nicht aufnehmen kann. Wie viel Ausweichen habe ich denn? 32%! Das kann sich echt schon sehen lassen. Regeneration, aber kein Ausweichen. Ich glaube, ich muss jetzt auf jeden Fall Ausweichen machen, weil ich glaube, der Typ ist mega stark. Okay, was hast du so? Geht's gerade so richtig ab? Vampirschuss mache ich vielleicht auch noch mal sehen, je nachdem wie ich dann drauf bin. Ich glaube nicht, dass ich noch mal eine Fähigkeit hinkrieg, aber man wird da wohl träumen dürfen. Weil ich weiß auch, dass der Boss richtig viel Schaden macht. Sag mal hier, Rundschaden, kein Ausweichen. Komm, ich gönn mir den Vampir noch. Ah, Schatzkammer, gut. Aber ich brauche wirklich vergessen jetzt. Ach so, da schaut man sich die Nachrichten an und Frauen haben immer die Angewohnheit, alles einzeln zu schicken. Okay. Ich glaube nicht, dass wir das noch packen. Aber hier geht's so richtig ab gerade. Die Musik ist so richtig schöner Abdancen. Im Zweifelsfall ziehe ich mich aber vorher zurück.
Mir egal, was da unten jetzt alles noch entsteht. Ein Bluthain. Ach, scheiße, der hat ja auch da Sachen gebaut. Ausweichen. Das ist ja leider besser. Oh, ich sehe gerade noch Friedhöfe. Okay, das heißt, wir müssen in Zukunft um unser Hauptlager auf jeden Fall alles zubauen. Das ist wichtig, bevor der Leech kommt. Nochmal ausweichen. Jetzt wird langsam bei Vers 43% Ausweichchance. Oh, hier werden Bluthain halt 1, 2, 3, 4. 4 Stück hat er gebaut, ne? Ne, 5. So, 4, 5. Ich würde es trotzdem fast gerne mal probieren, gegen den zu kämpfen. Ich habe ja auch noch mein Zusatzschild. Mein Ausweichskill will ich nicht verlieren. Da könnte sowas von. Also, wenn ich vieles mache, das nicht. Hätte ich das hier entfernt? Aber ne, ich hab's hier entfernt, ja. Ein Bluthain wäre nicht schlecht für ihn. Oh, was ist das hier? Verteidigung. Ich werde meinen Ausweichskill nicht loswerden. Weil 43 ist halt so viel. Gut, dann kann ich mich noch kurz heilen. Was machst du so? Ah, scheiße, ist doch eine Mimik. Okay, eine Schatzkammer. Soll mir recht sein. Ich weiß nicht, ob ich den legen könnte. Ich will es probieren. Weiß, es ist gerade echt doof. Aber ich will es wenigstens mal probieren. Und ich meine, ich bin ja eh schon fast am Limit, also viel mehr. Und mit 43% Ausweichchance. Bleiben. Wie ist das überhaupt möglich? Ja, völlig richtig. Du hast mich nicht verschlungen, so wie den Rest der Welt. Habe ich nicht. Glaubst du wirklich, das war nicht der Fall? Wovon redest du? Ich stehe doch direkt vor dir. Ich habe deine gesamte Realität zerstört. Jedes ihrer Elemente ruht jetzt in einer separaten Dimensionstasche. Räume, Lebewesen, Informationen, sogar Erinnerungen, sie werden dort bleiben. Und alles zu einer gleichförmigen, statischen Masse. Gemacht. Mitsamt dir natürlich. Du bist verrückt. Also, was haben wir hier? Ich verstehe, du hast einen Weg gefunden, mit anderen Teilen deiner Realität zu interagieren, sie zu ordnen, zu kombinieren und zu verbinden. Doch wie? Ich erkenne keine außergewöhnliche Gabe, kein besonderes Wissen in dir. Du begreifst doch kaum, was geschieht, nicht wahr? Ich sage, was geschieht. Ein Knochenhaufen schlachtet meine Welt ab und glaubt, er käme damit davon. Du bist bereits zum Scheitern verurteilt und du weißt es. Vielleicht bist du nur der Erste in einer Reihe systemischer Fehler. Ein Problem, dessen Lösung ich lernen muss. Dann lass uns keine Zeit verschwenden. Ich glaube nicht, dass du in der Lage bist, Treue zu finden. Aber das werde ich gleich ändern. So, was kann denn der? Der hat nur 800 TP, das ist okay. Schaden 125 ist verdammt viel. Untot, kosmisch Magier hat eine Seele. Forscher, TP und Schaden werden... für jeden... okay. 25% gestärkt durch Balliste. Magieschaden, das heißt, er... Ich wollte schon sagen, ich könnte ja was mit Rüstung nehmen, aber das ist ja dann vollkommen egal. Schön weiter ausweichen.
Was habe ich noch? Ach ja, mein Schaden erhöht sich ja auch noch, je länger das dauert. Der Ausweichwert rettet mich, glaube ich, gerade. Da merkt man erstmal, wie wichtig es ist, auszuweichen. Ich mache den richtig fertig. Tja, das war's für dich. Ich hätte es nicht gedacht. Unsinn. Das ist unmöglich. Aus so vielen Gründen. Ich verstehe es nicht. Jetzt bring alles zurück, so wie es vorher war. Ich kann nicht. Ich habe meine Aufgabe jetzt abgeschlossen. Auch wenn das Ergebnis nicht perfekt ist. Du kannst dir nicht erlauben, alles abzulehnen, Knochensack. Er hat bereits alles erhalten, was ich sammeln konnte. Ich wollte lediglich sehen, wie unser Feldzug gegen das Universum endet. Den beiwohnen, was daraus wird. Doch meine Anwesenheit ist nicht länger erforderlich. Wer ist er? Ich verstehe. Ihr seid irgendwie verbunden. Richtig? Deswegen. Du wirst es schon bald herausfinden. Diese Anomalie wird seiner Aufmerksamkeit nicht entgehen. Derzeit werden meine Erklärungen bedeutungslos für dich. Dann erspar mir dein Geräuschel und stirb einfach. Weil dieser Knochensack die Wahrheit gesagt hat, steht mir eine lange Reise bevor. Ich werde meine gesamte Welt von Neuem erbauen, wenn es sein muss. Und der Schädel dieses Monstrums wird der erste Stein in ihrem Fundament sein. Oh, toll, was ist das hier? Nur der erste Schritt. Die Zeit vergeht um 50 Sekunden schneller. Auferstehungsladung. Tiefe Taschen. Bleiben. Warte mal, wie viel hat er jetzt? Mehr Schaden, Magieschaden, Regeneration. Okay, dann können wir es uns ja fast noch erlauben, ein bisschen weiterzumachen. Los geht's! Ah, scheiße, Goblin! Ach hier, komm. Auf geht's! Oh, da ist der Schleim, das muss ein Fehler in der Matrix sein. Ich werde euch alle vernichten. Das lief so viel besser als erwartet. Der hohe Ausweichwert hat mir jetzt echt gerettet. Ich werde jetzt auch nichts anderes außer das nehmen. Und ich muss mal kurz das Essen anschalten. Moment, die kämpfen wir ja weiter. Tja, das war wohl nicht gut für euch. Nein, nein. Wie gesagt, ich werde jetzt nichts mehr nehmen, was nicht auch meinen Ausweichwert erhöht. Oder wenigstens einigermaßen beibehält. Wir haben es gerade gesehen, wie unglaublich wichtig Ausweichen und vor allem die Kombination mit Konter ist. Wenn dich der Gegner nicht trifft, kann er dich logischerweise auch nicht besiegen. Ich auf dem Schild ausweichen? Ich habe halt überall ausweichen drauf, oder? Ich habe echt auf jedem Gegenstand einmal ausweichen. Die ist gut. Aber kein Ausweichen. Hörst du so? Nur Schrott. Ich sehe schon gar nicht mehr, wo ich bin. Ist aber auch egal. Wir machen einfach mal weiter. Ernsthaft, ich weiß nicht, wo ich bin. Irgendwo unten wahrscheinlich gerade. Kannst du mal aufhören, mich zu schlagen? Das tut verdammt weh. Gott, die sind so übel, die Gurke. Ausweichen hat weniger. Mehr TP. Angriffstempo.
Kann ich jetzt wirklich mehr mitnehmen? Ich bin mir nicht sicher. Hier, noch ein Friedhof dazu. Wenn es so richtig schön pervers wird. Wo bin ich denn gerade? Ach, hier unten. Ah, ja, jetzt kriege ich doch ein bisschen. Okay, was kannst du so? Nein. Wo bin ich da unten? Wenn ich jetzt drauf gehe. Ach scheiße, ist auch noch ein Boss dabei. Ach, ich bin so doof. Musst du unbedingt den Stärksten zuerst angreifen? Greif doch irgendeinen anderen erstmal an. Ich halt auch echt wirklich den Stärksten angreifen muss. Wo bin ich hier? Ich habe noch keine neue Fähigkeit. Vielleicht rettet mich auch die Fähigkeit dann. Wem werde ich das Ding gerade versucht zu verschlucken? Ne, ich krieg tatsächlich nicht mehr. Das ist natürlich jetzt blöd. Den nächsten Kampf werde ich gegen die Gude werde ich nicht überstehen. Egal. Ist okay. Hört mal alle her, der Leech ist tot. Der Fluch wurde aufgehoben, aber... Welcher Leech und welcher Fluch? Ich glaube natürlich, aber ich habe keine Ahnung, wovon du redest. Du erinnerst dich nicht an den toten Hexenmeister, der einen Pelzmantel trug, ein Zepter hielt, ganz in Sternnebel gehüllt war, mit seinen schimmernden Flügeln über den Rest über der Welt schwebte und sich Stück für Stück verschlang? Das ist seltsam. Das sieht alles unverdient aus. Warum? Ich schätze, dann ist er wohl nicht der einzige Grund für diese Dunkelheit. Das Blatt hat ihn erwähnt. Wer auch immer er ist, er muss das mit der Vernichtung der Welt zu tun haben. Wie es scheint, bleibt mir keine andere Wahl, als meine Expedition fortzusetzen. So. Schalte die Funktion Ausstattung frei. Ab sofort kannst du nützliche Artefakte für die Leute finden. Du kannst Objekte herstellen, sofern du mit dem Gegenstand Gebäude besitzt. Schalte die Kategorien frei. Friedhofs erhältst du bei einem Fragment der Erinnerung. Kann nach einer Aufweitung des Helden auf... okay. Schalte den Schurken frei. Ich glaube... Ich gehe auf die Kräuterhütte, weil wir brauchen sehr viel Essen noch. Schätze ich mal. Und zwar stelle ich die mal hier hin. Es ist ein Wunder, dass wir fruchtbare Erde finden konnten und dass wir in der Lage waren, einige Samen kostbarer Heilkräuter zu retten. Doch das wahre Wunder ist, dass all diese Heilmittel und Balsamen noch irgendeine Wirkung haben. Wir haben bereits viele Leute wegen der Katastrophe verloren. Es wäre schön, keine weiteren an Krankheiten zu verlieren. Und diese Tränke können auch dir helfen. Nimm ein oder zwei Flaschen mit auf die Reise. Das wird deutlich deine Chancen, unversehrt zurückzukehren. Das bringt uns nämlich eine spezielle Fähigkeit. Und zwar kriegen wir jedes Mal, wenn wir am Dings vorbeikommen, zwei Heiltränke und die geben uns nochmal ein bisschen Leben zurück. 4%. Maximal TP ist nicht viel. Man kann das Ding aber aufleveln. Das erhöht das dann nochmal. Mehr Tränke und mehr TP, logischerweise. Kann ich hier noch den Bauernhof bauen, da brauche ich diese Kugeln und mehr Holz. Beim nächsten Mal kriege ich das auf jeden Fall hin. Ich glaube, ich gehe dann auf Bauernhof, dann auf Vorratsdepot und dann schauen wir mal weiter, was so besser ist. Was kann
Kann ich hier einsehen. Abgeschlossene Schleifen 25. Maximale Schleifanzahl der Expedition 6. Zurück. Zugangslage. Start der Expedition 6. Ah, Kills. Eigentlich. Schnellster Sieg gegen den Leash. 6 Schleifen. Tode durch. Rattenwolf, Spinne, Vampir, Goblin-Anführer. Wegelaternen. Muss man Kartendeck jetzt natürlich wieder anfassen. Sumpf bringt alle 3 Tage einen Moskito hervor. Alle heilenden Effekte sind hier todbringend. Mit Ausnahme von Tränken. Die halten noch zu dir. Und diese Chronokristalle verdoppeln den Effekt eines vergehenden Tages auf angrenzende Felder. Da würde ich fast das Signalfeuer dafür loswerden. Und... vielleicht mal den Friedhof? Also man hat hier maximal und Mindestanzahl von Feldern, die wir hier besetzen. Und hier eine insgesamt maximal Anzahl an Sachen. Und hier gibt es anscheinend nur 2. Fels und Wiese. Ich darf hier vergessen mal wegnehmen. Das nächste Mal wäre, okay... Stärke der Gegner plus 0%, Stärke zu was der Gegner 3% pro Schleife, Bonusressourcen 40%, oh! Maximale Ränge einer Ressource 20, ich verstehe. Werden wir dann beim nächsten Mal machen. Dann würde ich aber sagen, das war Let's Play Loop Hero für heute. Ich sage Ciao mit Wichtlein TV und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Macht's gut, bye Leute!